Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein sehr komischer Anfang. Ich stehe hier nämlich auf meinem Balkon. Ich möchte auch nicht allzu laut reden, damit meine Nachbarn nicht alles mitbekommen. Und ihr seht im Hintergrund Chaos. Dieses Video wird nämlich wieder ein kleines Makeover, weil wir nicht ganz so happy sind mit diesem Balkon. Also kurz zur Info, wir haben zwei Balkone. Einen hier, der in den Hinterhof rausgeht, einen größeren, und einen etwas kleineren, der ist aber in Ordnung. Also da stehen einfach nur ein paar Sitzmöbel drauf und das war's. Und hier ist zum Beispiel der Grill, der steht jetzt da hinter der Kamera. Dann haben wir da einen Sitzkissen, einen Tisch, hier liegt ein müder Flamingo. Dann ist hier ein bisschen Gemüse, was ich versuche zum Wachsen zu bekommen, und Kräuter, die es nicht geschafft haben. Also hier muss ein bisschen was passieren und vor allem auch dieser Sichtschutz muss weg. Und das ist mit so das Hauptding, was heute passiert, und das werden wir alles jetzt zusammen in Angriff nehmen. Ich wollte das Video jetzt schon die ganzen letzten Tage drehen, es hat immer geregnet. Und heute war kein Regen angesagt und es war den ganzen Tag schönes Wetter. Da dachte ich mir, geil, das mache ich heute. Ich musste aber noch ein bisschen arbeiten, und dann fing es an zu regnen. Ich so, danke für nichts. Aber jetzt hat es aufgehört, es ist zwar alles jetzt noch ein bisschen nass, aber ich versuche das trotzdem jetzt alles mal in Angriff zu nehmen. Wir haben nämlich eine neue Sichtschutzfolie, die weitaus schöner ist als das hier. Die haben wir bestellt bei myfans.de, und das Video entsteht auch übrigens in Kooperation zusammen mit myfans.de. Vielen Dank dafür. Und da gibt es eine riesen Auswahl von Motiven und allem möglichen. Ihr könnt da alles drauf machen lassen, sei es Holzmotiv, Steinmotiv, Blumen, Wald, was weiß ich, alles, was ihr wollt. Und wir haben uns da was relativ Cooles ausgesucht und das beidseitig bedrucken lassen, sprich es ist von unserer Seite und auch von der anderen Seite, und es ist halt der perfekte Stoff für den Balkon. Also der ist halt wind- und wetterfest, und der hat dann auch diese Ösen, womit man, ihr seht überhaupt meine Hand nicht, der hat dann auch diese Ösen. Egal, womit man das festmacht, und es wird einfach wesentlich cooler aussehen. Und die sind millimetergenau angefertigt, also da könnt ihr wirklich angeben, wie hoch, breit, lang, tief, was auch immer ihr da braucht. Und die werden dann wirklich zu euch nach Hause geliefert in dem perfekten Maß. Und wie gesagt, das haben wir gemacht. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt. Ich freue mich riesig darauf. Und das werden wir zusammen angucken, das abmachen und dann das Neue anbringen und dann den Balkon noch ein bisschen verschönern. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen was bestellt, Lichterketten und sowas, und das machen wir jetzt zusammen. Also ich glaube, ich muss erstmal alles ein bisschen wegräumen, dass ich nicht hier reinkomme. Übrigens, die Ecke habt ihr ja jetzt gesehen, und die Ecke sieht so aus. Also ich habe jetzt hier gerade schon die Schere geholt. Hier sind so zwei Stühle. Die stelle ich jetzt aber auch schon mal weg. Und unser Grill. Den lasse ich aber, glaube ich, hier stehen, weil ich glaube, ich komme hier genug dran. Und dann mache ich das jetzt schon mal ab. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Nummer 1 ist geschafft. So, der Balkon ist komplett nackt. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum wir so einen Sichtschutz wollen. Also ich würde mich so nicht so wohlfühlen, wenn man wirklich alles komplett sehen kann. Deswegen packen wir jetzt mal den neuen aus. Jetzt könnt ihr schon ein bisschen das Motiv sehen, für das wir uns entschieden haben. Oh, das ist so richtig schön. Also das Material ist halt einfach super pflegeleicht. Es ist total wetterbeständig, wetter- und witterungsbeständig. Und es ist einfach das Beste, was man machen kann, wenn man so Gitter oder irgendwas hat, was man mit Sichtschutz verkleiden will. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young. Again. Übrigens merke ich gerade, dass man einen riesen Unterschied merkt von dem Material zu dem, was vorher drauf war. Das habe ich einfach irgendwo online günstig bestellt. Und zu dem,
Das ist ein riesen Unterschied. Das fühlt sich komplett anders an. Richtig geil. Ich habe Angst, dass es runterfällt. Okay, und jetzt Numero 2, weil wir haben halt zwei verschiedene, beziehungsweise ein Ding, aber das hat eine Stufe drin, deswegen muss ich zwei Parts bestellen. Oh Gott. Übrigens ist das das Modell Robin. Ich werde euch das aber auch nochmal in die Infobox verlinken, also die Seite und auch den Sichtschutz, den wir jetzt haben. Und ich werde den jetzt anbringen. Also ich habe es gerade schon richtig zufällig geordnet. Das ist der für das Kürzere. Ich weiß gar nicht, welcher Kürzer ist. Doch, ich glaube das. Und der andere fürs Längere. Jetzt drehe ich den aber nochmal um. Weil ich möchte den so dran haben. Ich glaube, das ist auch richtig gut so. Und ich werde das jetzt anbringen. Und zwar einfach nur wieder mit den Bändern wie vorher. Aber ich glaube, ich werde das nicht so durchfädeln, sondern werde einfach in jede Schlaufe ein so ein Ding, ich suche mir eine Schere, einfach so ein Ding fädeln und einen Knoten reinmachen. Ich glaube, das ist ein bisschen schlauer. Das ist so krass, das sieht so schön aus und vor allem, schaut mal, das passt millimetergenau. Unten mache ich jetzt aber erstmal noch nicht fest, weil ich jetzt erstmal das festmache und ich weiß ja nicht, ob ich jetzt genug Schnur habe, jetzt wo ich die alle klein schneide und so. Deswegen mache ich jetzt erstmal die fest, weil oben ist, glaube ich, wichtiger als unten. Und dann mache ich unten noch alles fest und das sieht so schön aus. Das Material ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin richtig begeistert. Okay. Jetzt kommt die Seite. Ich freue mich. Es ist vollbracht. Fertig. Und ich hatte übrigens genug Schnur. Und ich finde es so viel besser, als wenn das da die ganze Zeit so drum gewickelt ist. Und Leute, es ist so krass. Es ist wirklich millimetergenau. Guckt euch das mal an. Bis genau in die Ecke und unten genauso. Und es sieht so schön aus, finde ich. Also es gefällt mir richtig gut. Ich bin auch voll gespannt, was Fabio später sagt, wenn der das zum ersten Mal sieht. Und jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen den Boden sauber machen. Kümmere mich dann ein bisschen um das Aussehen des Balkons und bringe dann noch ein paar andere Sachen an, damit das hier alles ein bisschen schön ist. Der Balkon ist leer. Der Boden sieht zwar jetzt immer noch halbwegs dreckig aus, aber das ist einfach Nässe und so Sachen, die in den Fugen so ein bisschen drin sind. Also sauberer kriege ich sie jetzt nicht mit einem Feger. Aber soweit ist alles weg. Blätter sind weg, Taubenkacke ist weg und so weiter und so fort. Der Grill, wie gesagt, der steht hier noch. Und jetzt überlege ich, ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich mit ein bisschen Deko weiter. Und zwar Lichterketten. So, ich habe jetzt nämlich drei verschiedene Lichterketten bestellt, einfach bei Amazon. Einmal die und ich zeige euch doch, was ich damit vorhabe. Okay, ich glaube, das ist für das Solar-Ding. Oh, die ist super schön. Ich freue mich. So sieht die aus. Die hat ganz viele kleine Kügelchen und die sehen, oh, weiß ich nicht, die sehen so süß aus. Und die wollte ich, okay, die wollte ich ans Geländer machen. Und das mache ich ja auch. Wer hätte es gedacht? Just to know to make you smile, and you need me. Lichterkette Nummer 1 ist dran. Das ist Lichterkette Nummer 2. Und die ist ebenfalls. Wow! Solarbetrieben, aber diesmal. Wie soll ich das machen? Ist es ein Vorhang? Ah, da ist so ein Ding drum. Okay, macht Sinn. Ich zeige euch auch mal, wo der hin soll. Nämlich vor diese Wand.
Wasser. Die Lichterkette hängt auch und ich glaube, wenn es dann dunkel ist und das da so ein bisschen leuchtet, sieht das richtig cool aus. Und eine habe ich jetzt noch. Und zwar diese. Das sind so Laternen, Lampignons, wie heißen die? Und die möchte ich quasi einmal oben drüber spannen. Ich hoffe, dass das von der Länge passt, dass ich mich nicht vermessen habe. Ach du heilige Bimbam. Ich glaube, den muss ich... Oh nein. Erst zusammenbauen. Es gibt ein Problem. Die Lichterkette, die ich einmal komplett drüber spannen wollte, ist nicht lang genug. Und ich frage mich, woran hat es gelegen? Habe ich es falsch bestellt? Ist es falsch angekommen? Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber ich werde die jetzt, glaube ich, einfach von da nach hier spannen, dass sie einfach so teilweise drüber ist. Vielleicht bestelle ich dann einfach nochmal dieselbe, dass ich sie nochmal hier drüber spanne. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich sie jetzt dran machen und sie jetzt nicht wieder zurückschicken und andere bestellen. Ich muss ein bisschen improvisieren. Okay, ich habe sie jetzt einfach da oben befestigt und ich finde es sogar ganz cool. Also noch cooler hätte ich es gefunden, wenn die wirklich von hier bis zum anderen Ende gegangen ist, einmal so drüber gegangen wäre. Aber ich finde es so auch ganz cool. Ich habe die da vorne einfach in die Regenrinne reingegangen und hier mit so einem Haken in die Regenrinne. Ich kann es jetzt leider noch nicht anmachen, weil noch nicht die Sonne geschienen hat und alles solarbetrieben ist. Aber ich werde jetzt einfach mal den Balkon fertig machen und dann schauen wir einfach mal das Endresultat an. Es wird nämlich auch schon gleich dunkel. Ich habe noch was vergessen. Ich habe noch zwei so Solarlampen, die ich noch an die Wand machen wollte. Das mache ich noch. So, die Lämpchen sind auch dran und funktionieren, wie man sieht. Ich glaube, das ist auch irgendwie mit Bewegungsmelder oder so. Ich muss das nochmal herausfinden. Und die andere ist hier. Da, über dem Grill. So, jetzt kommt der Rest. So, ich würde sagen, das kann vorerst so bleiben. Es ist natürlich jetzt noch nicht perfekt. Ich hätte noch gern ein paar Blumen, bisschen mehr Deko. Wir haben halt, wenn wir uns hinsetzen oder hinlegen wollen, haben wir halt hier zwei Stühle und da noch zwei Liegestühle. Ja, aber wie gesagt, ein bisschen Deko fehlt noch, ein bisschen Blümchen fehlt noch, aber das ist jetzt Quatsch, das im Herbst zu machen, beziehungsweise wenn dann halt auch der Winter kommt. Deswegen vorerst bleibt es so. Trotzdem finde ich, dass es echt eine Verbesserung ist zu vorher, dass es echt schöner aussieht. Es ist jetzt auch alles wieder ein bisschen ordentlich und ich bin dann mal gespannt, wie das aussieht dann mit den Lichterketten, wenn die irgendwann an sind, mit der hier, mit der. Und mit dem Vorhang da hinten, den muss ich gleich nochmal richtig zuppeln. Ja, also ich würde sagen, ist es wie gesagt noch nicht komplett, aber es ist ein guter Anfang. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Oh, schaut mal, wie hübsch das aussieht. Oh, das ist richtig cool. Und somit verabschiede ich mich auch schon von euch und mit diesem Video. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin froh, dass es jetzt erledigt ist. Es sieht viel besser aus als vorher. Einiges kommt noch, aber das dann wahrscheinlich erst im Frühling. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!